Wir haben jetzt Tango alles gemacht, aber wir haben zuerst mit Tango angefangen. Also wir können die Sequenz erstmal zeigen. Jetzt kann man zu Tango tanzen, zu Tango Walz tanzen, ist doch egal. Also wir machen 2, 3, 4, 5 und dann sowas und dann Giro mit Parada. Jetzt aufbauen. Erstmal haben die Frauen Ochos geübt alleine und wir haben mit den Herren das geübt. Hier so Ochos. Das kennt ihr schon, aber diese Bewegung für den Mann ist ein bisschen besonders. Also wir lassen das Gewicht auf dem rechten Fuß und dann machen wir Folgendes. Wir strecken den linken da und wir rotieren die Hüfte dabei. Jetzt drehen wir auf dem Standfuß. Wir schließen und hier drücken wir mit der Spitze ein bisschen, damit wir drehen. Wenn wir drehen, sollten wir in einer gekreuzten Position bleiben. Wir strecken da, schließen, Spitze, drehen nochmal. Dann, dieses Abdrücken hier mit der Spitze sollte später möglichst fließend nach vorne sein. Also wir sollten nicht mehr abdrücken. Das ist nur am Anfang, damit wir die Bewegung kennenlernen. Das können wir so machen. Aber später wäre es besser, wenn das einfach nach vorne fließt. Dabei empfehle ich auch immer eine Haltung zu haben mit den Händen. Entweder so oder so. Auf keinen Fall mit hängenden Händen. Weil da kontrolliere ich nicht, wo die Schulter sind. Und ich brauche unbedingt eine gute Rotation. Deswegen empfehle ich das immer so, damit meine Schulter nicht nach vorne sind. Und das machen wir jetzt bei den Ochos vorwärts. Ich führe die Frau 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Und jetzt den ersten Ocho dahin und ich mache die erste Verziehung dahin. Also wir sind immer versetzt. Das ist der Grund, warum diese Bewegung versetzt ist. Warum strecke ich das Bein da, aber ich drehe den Oberkörper dahin? Weil die Frau macht den Ocho dahin, also ich muss bei ihr bleiben. Und jetzt geht sie dahin, auch wenn mein Bein dahin geht. Achtung! Sollte sowas nicht passieren. Das ist nur, weil ich zu wenig gedreht habe. Mehr drehen, damit wir ihre Beine nicht stoßen. Wo drehe ich auch? Der Drehpunkt ist immer auf dem Ballen, nicht auf der Ferse. Ich hebe die Ferse, um die Ballen zu befreien, damit ich da drehen kann, aber ich gehe runter, um zu bremsen. Also das heißt, jetzt zum Beispiel hebe ich die Ferse, damit ich drehen kann, aber dann gehe ich runter. Jetzt hebe ich nochmal, damit ich drehen kann, aber dann gehe ich runter. Und das ganz leicht auf dem Boden. Jetzt. Was noch? Da haben wir ein Giro gemacht. 2, 3, 4, 5. Und ein paar Mal machen wir ein Giro. Vor, Seit, Rück, Seit, Vor. Zeigen wir das nur bis hier. Und da haben wir auch etwas zu sagen für den Mann. Gewicht wieder auf dem rechten Fuß. Und jetzt stütze mich ab mit der Spitze. Ich drehe den Oberkörper nach links bis zu einer gekreuzten Position. In dieser gekreuzten Position befreie ich den Fuß. Ich mache den Lapis. Es kann sein, dass ich die Position noch ein bisschen anpassen muss. Dann hebe ich die Ferse und drehe ein bisschen. Und dann kommt die Parada. Der Oberkörper dreht immer früher. Dann kommt die Hüfte und die Hüfte holt auf. Jetzt ist mein Oberkörper da. Früher war mein Oberkörper mehr nach links. Jetzt Hüfte, jetzt ist der Oberkörper mehr nach rechts. Und hier, ohne Pivot, den Lapis, ohne Pivot. Wir denken oft, dass es mit Pivot sein muss, weil die Bewegung rund dich ist. Aber eigentlich, wir sollten nur rotieren und den Lapis machen. Aber Pivot brauchen wir nicht. Vielleicht ein bisschen am Ende nur zum Anpassen. Und die Frau macht Vorseit, Rückseit, Vor. Bei Giro ist sehr wichtig, dass die Dame mit Oberkörper, mit Rücken mehr arbeitet. Der Kontakt beim Giro ist hier am Rücken. Da müsstet ihr mehr ziehen. Wenn nicht, wenn ich keinen Zug habe, dann beginnt mein Oberkörper zu viel vorne zu fallen. Ja, das wollen wir vermeiden, weil
Das Wichtige ist, dass die Füße nahe sind, aber der Oberkörper eher mehr parallel mit Füßen, okay? Also, mal noch. Oberkörper eher nach hinten ziehen. Was nahe sein muss, sind die Füße, okay? Gut. Und jetzt haben wir das zu einem Muster gemacht. Wir machen Folgendes. 2, 3, 4, 5 und dann 1, 2, 3, 4, 1, 2. Und hier fangen wir mit dem Giro an, bis zur Parada. Das haben wir zu Tango Vals angepasst. Tango Vals ist, wissen wir schon, 4 Vierteltakt. Wir haben 4 Phrasen von 4 Schlägen. Ja. Wir haben 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Und wir lassen das erste 1, 2, 3, 4 los. Ja, wir lassen das weg. Und wir fangen bei dem zweiten Muster an. Also das heißt, in Tango Vals wäre 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Die Verdoppelung Tango Vals ist auch, selbstverständlich, anders als im Tango. Es ist tak, 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 tak. Von daher, wenn sie früher vor, seit, rück, seit, vor gemacht hat, jetzt wird sie vor, seit, rück, seit, vor machen. Und eine wichtige Sache ist, dass sie den Pivot für die Parada gleichzeitig mit dem Schritt vorwärts macht. Weil sonst ist der Einschlag zu spät. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, Achtung jetzt, wenn sie den Schritt macht, sie belastet und sie macht den Pivot gleichzeitig mit. Ja, nicht Einschlag warten, weil dann seid ihr neben der Phrase. Thank you.